Herzlich willkommen zurück. Wir sind in der Bibliologie, jetzt im Rahmen der Umwelt des Alten Testamentes. Wir hatten in den letzten Videos so die verschiedenen großen Reiche angesehen. Jetzt wollen wir ein bisschen stärker mal noch die Bibel selber ansehen, respektive das Volk Israel zu der Zeit. Nun, es war so, dass während des ganzen Alten Testamentes Gott geredet hat, zum einen durch Mose, dann durch verschiedene Könige, insbesondere die Weisheitsliteratur, aber insbesondere dann eben auch durch die Propheten. Gott hat durch die Propheten gewarnt. Er hat gesagt, ihr haltet die Gesetze des Mose eben gerade nicht, da kommt ein entsprechendes Gericht. Gott war das Volk nicht egal, sondern er ging dem Volk nach und hat immer wieder geredet. Nun, ich habe da mal die alttestamentlichen Propheten zusammengestellt in chronologischer Reihenfolge. Das heißt, die Reihenfolge, so wie wir sie in der Bibel haben, ist nicht eine chronologische Reihenfolge. Da haben wir zuerst mal Obadja, Joel, Amos und Jona. Das sind die vier Propheten, die hatten zum Nordreich Israel gesprochen, das Reich, das dann im Jahre 722 an die Assyrer ging. Das heißt, Gott hatte damals dem Volk schon gesagt, wenn ihr nicht umkehrt, dann kommt eben ein entsprechendes Gericht. Noch vorher waren da auch die Propheten Elia und Elisa, die haben wir nicht als prophetische Bücher drinnen, aber im 1. Könige 17 und dann durch bis zu Beginn des 2. Könige Buches, da kommen eben diese zwei Propheten noch vor. Also, Gott hat gerufen, aber das Volk ist weiterhin den eigenen Weg gegangen, wollte von Gott nichts wissen. Es kam dann die Eroberung durch die Assyrer und das Volk kam in die Gefangenschaft. Nun, wie ist dann weitergegangen? Das Südreich Juda, Juda und Benjamin, war immer noch unterwegs mit Gott. Und auch da hat Gott wieder gesprochen. Und das jetzt über die Propheten, die hier blau dargestellt sind, nämlich Hosea, Micha, Jesaja, Nahum, Zephania und Habakkuk. Nun, das sind die Propheten, die zum Südreich Juda geredet haben. Und jetzt gut im Hinterkopf behalten, Jesaja, der hat natürlich über einen langen Zeitraum hinein gesprochen, andere nur sehr kurz. Übrigens Jona, der hat ja vor allem sogar zu Ninive gesprochen, das war nicht einmal das Nordreich. Da hat Gott also geredet zum Südreich. Es gab dann 701 mal einen Angriff der Assyrer. Die wollten das Südreich Juda ebenfalls einnehmen, aber das ist eben nicht gegangen. Hiskia hat da ja gebetet und Gott hat da nochmals geholfen. Aber der Ruf ist gekommen, folgt Gott nach, sonst kommt eben auch das Gericht. Es kam dann eine Erweckung um 624, da hat Josia das Passafest neu eingeweiht. Das war also vorübergehend mal noch so ein Höhepunkt, der gewesen ist. Aber dann der Ruf im Jahre 605, dass eine 70-jährige Gefangenschaft kommen würde, Jeremia 25. Dann die erste Belagerung, gut 607 kam schon einige obere weg, aber dann beim Volk 592 eine Belagerung von Jerusalem. Und dann 586 kam dann die Hauptbelagerung, die Hauptdeportationswelle dann nach Babylon. Und somit war auch das Südreich Juda dann in der Gefangenschaft. Jeremia und Hesekiel ist insofern speziell, weil sie zwar zum Südreich geredet haben, aber dann eben über diese Zeit von 586 hinaus prophezeit hatten. Also Jeremia wie Hesekiel kam dann auch in die Gefangenschaft, auch die Klagelieder gehören da mit dazu. Die sind also noch etwas später. Ja, da kam die 70-jährige Gefangenschaft, es kam dann das Jahr 538, wo dann das Edikt von Kyrus kam, dass man den Tempel wieder bauen soll. Das gründet darauf, dass ein Jahr vorher, 539, die Perser eben gegen die Babylonier gewonnen hatten. 550 dann die Tempeleinweihung, im Jahre 470 dann das Chronikerbuch, also die beiden Chronikerbücher, die uns das chronologisch weitergeben, was ist gewesen, das ist also zeitgleich mit den Propheten. Dann Esra, wie auch das Buch Esther, etwa um 450 und Nehemia 420 ist dann wohl das letzte Buch, vielleicht sogar noch etwas später als Maleachi. Nach der babylonischen Gefangenschaft kamen dann diese Bücher, also 530, das ist nach dem Edikt, das ist dann das Buch Daniel, der dann auch vieles vorausprophezeit hat,
Haggai, der dann zusammen mit Zacharia reklamiert hatten, warum baut ihr nur eures eigene Haus, während beim Tempel ist nur das Fundament gelegt. Und so kam dann dieser Aufruf, man soll den Tempel bauen. 550 kam dann tatsächlich die Tempeleinweihung. Und dann als letzter noch Malachi, der dann darauf hingewiesen hat, dass dann Gott kommen wird durch eben einen Messias. Johannes der Täufer ist ja dann der, der den Gedanken da auch aufgenommen hatte. Genau, Nehemia dann rein geschichtlich das letzte Buch im Alten Testament. Soweit also mal die Übersicht, was ist da im Alten Testament gewesen, damit wir das Ganze so ein bisschen einordnen können. So, zoomen wir das umweltmäßige Element noch etwas raus. Wir gehen da also jetzt zu dieser Eroberung da, 586. Das Ganze hatte begonnen im Jahre 607. Das war so eine ganz kleine Deportationswelle von Nebukadnezar. Das war eigentlich noch keine Deportation, aber einige der Oberen ist mitgekommen. Daniel 1,1 nimmt darauf Bezug. Dann 597, da kam dann Nebukadnezar, belagerte Jerusalem, die erste Deportation. Jeremia 52,28 spricht davon. Es wurde dann ein Marionettenkönig eingesetzt, der dann Zedekia genannt wurde. Im Jahre 590 vor Christus kämpfte dann Ägypten gegen Babylon und entsprechend dachte Juda, jetzt könnte man vielleicht sich von den Babylonern abschütteln. Die hatten sich dann den Ägyptern zugeschlagen, wobei der Prophet Jeremia dann sagt, haltet euch an Gott, nicht an die Streitwagen Ägyptens. Es kam dann 588 erneut eine Belagerung von Jerusalem durch Nebukadnezar II. Und eine zweite Deportationswelle ist gekommen, Jeremia 52, 2. Könige 25. Und dann 586 kam dann die Hauptzerstörung. Die Mauer wurde zerstört, Zedekia wurde geblendet und mit dem Volk nach Babylon verschleppt. Das ist dann die dritte Deportationswelle, die im 2. Chronik 36, 2. König 25, Jeremia 25, auch 39 eben beschrieben wird. Alle Tempelgegenstände wurden geraubt, wurden mitgenommen. Das war natürlich eine ganz, ganz schlimme Situation. Man hatte keine Vergebung der Sünden mehr. Man hat dann gesagt, in der babylonischen Gefangenschaft, das Lesen der Schrift ist wie ein Opfer. So hat man sich dem ein bisschen ausgeholfen. Es kam dann im Jahre 539 das Edikt. Kyrus hat gegen Persien gewonnen. Im selben Jahr wurde Babylon daneben auch geschlagen. Und so konnte dann Kyrus eben das Edikt 538 bringen, dass Israel oder die Juden damals dann noch zurückkehren konnten. Jetzt interessant ist da, dass Jesaja 44, 28 wie auch 45, 1 den Namen Kyrus schon vorausgesagt hatte. Das Jesaja-Buch ist etwa 680, 681 herausgekommen, also deutlich vor dieser Situation. Der Name steht explizit sogar da. Der Aufruf zum Tempelbau ist dann gekommen. Esra 1,1 nimmt das auf. Es sind etwa 42.000 Leute, vor allem aus Juda und Benjamin natürlich, aufgebrochen. Das heißt aber, sie waren relativ wenige. Es war also nicht eine Gefangenschaft wie damals in Ägypten. Das war eine sehr schlimme Unterdrückung. Da sind alle miteinander gegangen. Während in Babylon hatten sie es relativ gut. Sie hatten zwar keine Vergebung der Sünden, weil der Tempel nicht da war, aber es war keine strenge Unterdrückung. Ja, die da zurückgekommen waren, hatten dann 536 zuerst einmal den Brandopferaltar errichtet, denn das war ja das Wichtigste. Man braucht ja wieder Vergebung der Sünden. In Babylon selber konnte man keine Tiere zur Vergebung der Sünden schlachten. Ja, der Tempelbau kam dann aber nur langsam voran. Was ist geschehen? Die Einheimischen waren dagegen. Das ist eigentlich ein Widerspruch, aber wenn man jetzt den Tempel, wenn man die Stadtmauer wieder baut, dann würde der Fokus wieder auf Jerusalem gerichtet. Dann könnten die Babylonier oder jetzt eben die Meder-Perser dann wieder aufmerksam werden. Es ist eine aufrührerische Stadt und so. Und dann würden die Feinde wieder kommen. Darum die Einheimischen, die wenigen, die zurückgeblieben waren, die wollten gar nicht, dass man da wieder eine große Stadt aufbauen würde.
Und so kam dann das Jahr 535, als dann Zerubabel zum Tempelbau aufrief. Esra 3,8 nimmt den Text auf. Es ist ja so, dass der Tempelbau dann vom königlichen Schatz finanziert wurde. Das ist ja auch so ein Wunder Gottes. Aber eben die Einheimischen wollten das unterbrechen. Und so kam dann im Jahre 521 der Aufruf von Haggai und Zacharia. Die Juden sollten nicht nur das eigene Haus bauen, das sie dann halt eben gemacht hatten, sondern eben sich an den Tempel machen. 515 kam dann die Einweihung des Tempels, wie Esra 6,15 sagt. Und somit haben wir da die 70-jährige Gefangenschaft vom Jahr 586 bis zum Jahr 515. Es kam aber nur eine schleppende Rückwanderung zustande. Den Leuten ging es relativ gut, das hat sich also alles relativ stark dahingezogen. Esra, Nehemia, ja, da sieht man, das war eine langsame Entwicklung. Im Jahre 458 erst kam dann so eine Rückwanderungswelle durch Esra. Artaxerxes erlaubte den Tempeldienst, hat das auch finanziell unterstützt. Der Rückzug war zwar ab 538 bereits möglich, aber erst durch Esra kam dann eine neue Erweckung. Viele blieben also dort in Persien, denn die wirtschaftliche Lage war besser. Sie konnten eigene Häuser haben, wie Jeremia 29 uns zeigt. Sie hatten immerhin den Synagogengottesdienst, das hatte man damals in Palästina noch nicht, aber in der Gefangenschaft kamen eben diese Synagogen auf. Immer 10 Leute zusammen konnten zu einem Gottesdienst feiern. Wir hatten das ja angesehen. Die Unterdrückung war schwach. Nehemia kam dann erst im Jahre 445 zurück. Ja, jetzt folgt der Mauerbau. Also der Jerusalemer Tempel, der steht. Und Nehemia hatten die Stadtmauer angesehen und gemerkt, das liegt brach. Wir sollten da etwas machen. Nehemia diente ja unter König Artaxerxes. Er ist nach der von Babel, aber er konnte dann zurückgehen für eine gewisse Zeit und hat dann alles inspiziert, hat dann die Mauer aufgebaut. Es gab dann eine geistliche Erneuerung unter Nehemia und eben Esra, dem Priester. Alle die, die sich dann vermischt hatten mit den fremden Völkern, mussten dann eine Scheidung durchgeben, Esra 9. Das gab dort eine Massenscheidung, damit das Volk, also die Juden, die noch übrig waren, eben reine Juden blieben. Auch das Buch Esther fand irgendwo in diesem Zeitrahmen statt. Ja, wie ging das mit der Exilszeit? Was ist der Einfluss auf später? Oder die Stadtmauer wurde dann errichtet unter Nehemia. Wir wissen nicht genau, ob dazwischen drin die Stadtmauer nochmals zerstört wurde. Aber jetzt kam eben diese wirtschaftliche und auch soziale Reform unter Nehemia. Moralisch wurde es unter Esra besser, das Gesetz wurde wieder neu aufgerichtet, die Feste wurden wieder eingesetzt, das ist ja über große Teile gar nicht so der Fall gewesen. Und so kam ein orthodoxes Judentum. Obwohl das Heidentum da war, aber es gab immer wieder diese orthodoxen Juden, die sich da immer gegen die verschiedenen Feinde gerichtet hatten und die bekamen ein Stück weit Macht. Das Königtum Davids, das war aber sehr unbedeutend. Zur Zeit Jesu wäre ja eigentlich Josef, also der Stiefvater von Jesus, König gewesen. Ob der das selber überhaupt gewusst hat, ist anzuzweifeln. Aber es ist eben der Sanhedrin entstanden. Das sind so diese 71 Leute, wir hatten darüber geredet, die dann geschaut hatten, dass das Gesetz umgesetzt wird. Die Römer hatten ja ab 63 vor Christus die Herrschaft inne, also ganz frei waren sie ja sowieso nicht. Ja, im Nordreich, da hat Manasse, also der Enkel des Hohenpriesters, auf den Garizim dann einen Tempel für Samarien gebaut. Darum gab es eben 2 Anbetungsplätze. Johannes 4, die Geschichte von Jesus mit der Samariterin, nimmt diese Geschichte ja auch auf. Ja, später kommt dann die Zeit der Apokryphen. Das heißt, die Geschichten des Alten Testamentes ist mit Maleachi und Nehemia zu Ende gegangen. Es kam dann eine Zeit von etwa 400 Jahren, da hat Gott nicht mehr geredet. Das waren dann die Zeit der Apokryphen. Das sind zusätzliche Schriften im Alten Testament. Die gehörten zwar nie zur Bibel, sind aber in der griechischen Übersetzung der Septuaginta mit übersetzt worden, kamen darum auch in die Vulgata, in die lateinische Bibel. Darum gehören die Apokryphen häufig ein bisschen zum Alten Testament, das war aber nie Teil der Bibel selber.
Palästina war dann also ab 538 unter persischer Herrschaft. Sie konnten zwar zurück, waren aber in der Fremdherrschaft ab 332 dann die mazedonische Herrschaft. Also die Griechen sind da aufgekommen. Dann, nachdem Alexander der Große gestorben war, ab 320 dann ptolemäische Herrschaft. Das war dann ein Nachfolger, einer der Generäle von Alexander der Große, der von Ägypten aus regiert hatte. Es war aber ständig dann ein Kampf zwischen Seleukiden und den Ptolemäern. Ab 198 war dann die syrische Herrschaft der Seleukiden. Es kam dann dort zu einem Kampf beim Tempel, als ein Schwein eben geopfert wurde für den Zeus. Da kam es dann zum Krieg. Die beiden Makkabäer-Bücher nehmen das eben auf. 167 vor Christus kam es dann zum Tempel wieder ein Weihfest. Und ab 63 dann die römische Herrschaft, also das Volk war nie mehr unter freier Flagge. Ja, sagen wir dann noch etwas zu den Israeliten. Wie ist die Bezeichnung? Denn man kann sehen, dass Israel verschieden bezeichnet wird. Und damit wir das noch zum Abschluss aus dem Umwelt-Alten Testament noch ein bisschen haben, habe ich da noch eine Liste gemacht. Israeliten werden solche bezeichnet, die zum Volk Israel gehören, die mit dem Volk unterwegs waren, die auch beschnitten sind. Das ist vor allem die Zeit, als das Volk Gottes mit Mose unterwegs war. Und dann später natürlich nach Kanaan gekommen sind. Der Begriff wird ganz häufig in der Bibel auch gebraucht. Was ist jetzt der Unterschied zu den Juden? Denn wenn man jetzt bei den Texten sieht, die nachexilisch sind, wie zum Beispiel bei Esra oder eben auch im Neuen Testament vor allem, gerade im Johannesevangelium ist immer von den Juden die Reden. Ja, Juden, das sind auch Israeliten, aber es sind eben Israeliten aus dem Südreich, nämlich aus dem Südreich Juda. Ab der Reichsteilung, das ja dann eben geschehen ist nach Salomo, gibt es ein Nordreich Israel und ein Südreich Juda. Und darum ab der Reichsteilung gibt es eben diese Unterscheidung. Wenn dann von Juda die Rede ist, ist nur noch vom Südreich die Rede. Wenn also jetzt in den Evangelien drin von den Juden die Rede ist, geht es darum, dass das Leute sind, die zum Südreich Juda gehören, die in der babylonischen Gefangenschaft waren und zurückgekommen sind. Im Gegensatz zu den Samaritern. Samariter, das sind die, die nördlich von Juda lebten. Das sind solche, die in der assyrischen Gefangenschaft waren, sich dort mit Heiden vermischt hatten und zum Teil dann zurückgekommen sind. Darum war das Nordreich der Samariter dann zur Zeit Jesu eben ein Mischvolk. Das waren nicht mehr reine Juden. Ein richtiger Jude, der hat darum in Juda gelebt. Wenn man also zur Zeit Jesu oder eben nach dem Exil von den Juden spricht, dann sind das solche aus dem Südreich, die aus der babylonischen Gefangenschaft gekommen sind. Nun, was sind Hebräer? Auch Hebräer werden eben erwähnt. Das sind auch Israeliten, aber solche, die außerhalb Kanaans wohnen. Ein richtiger Jude wohnt selbstverständlich innerhalb des verheißenen Landes und nicht außerhalb. Und darum Hebräer, das sind solche außerhalb der Hebräerbrief. Wie wir ihn im Neuen Testament haben, ist das ein Brief für Juden außerhalb Israels. Dann haben wir die Hellenisten, auch da ist ein Ausdruck. Das sind Juden, die sich den Griechen angeglichen hatten. Also das waren Juden, aber für die war das Halten des Gesetzes zu streng unter dem Strich. Und darum hat man das Judentum fallen gelassen, nicht weil man Gott nicht liebte, sondern weil das Halten der 613 Gebote einfach zu viel war. Und darum sagt man denen Hellenisten, also die haben sich den Griechen angeglichen. Dann die Proselyten, denen sagt man, das sind die Hinzugekommenen. Das heißt, das sind konvertierte Heiden, das sind eigentlich Heiden, die wollten aber dazugehören. Die haben sich dann eine Waschung über sich ergehen lassen, beschneiden lassen müssen und so weiter. Also Proselyten sind nicht reinrassige Juden, aber sie werden angenommen, werden aber bei richtigen Juden nicht als Volljuden bezeichnet. Dann haben wir Gottesfürchtige, auch das kommt in der Bibel vor. Das sind auch wiederum Heiden, die mit den Juden lebten, aber die Beschneidung nicht annehmen wollten.
Also das Gesetz war ihnen zu hoch, sie liebten aber eigentlich diesen Gott, wollten mit ihm leben. Gottesfürchtige, das waren natürlich dann die, die in erster Linie sich bekehrt hatten, denn die glaubten an Gott, die glaubten an die Schriften, die wussten, dass sie Sünder sind, die verhaftet, waren aber nicht verhaftet im Judentum, eben gerade nicht. Und als die dann die Botschaft von Paulus gehört hatten, die hatten sich dann als Erste natürlich bekehrt. Ja, und dann eben die Heiden, ja, die gehören dann eben dem Sinne nicht dazu, die glauben dann nicht an Gott. Das sind einfach die Nationen, oder im Alten Testament heißt es auch die Inseln. Das sind Menschen, die wissen zwar, dass es Gott gibt, es hatten damals alle Leute, es gab den Polytheismus rundherum, aber das waren Leute, die nicht mit Gott gelebt haben. So, soweit noch zum Alten Testament, Umwelt, Altes Testament. Ich hoffe, das rundet dir noch ein bisschen etwas ab. Wir werden in den nächsten beiden Videos dann noch etwas zur Umwelt des Neuen Testamentes sagen, dass wir dann so die Bibliologie abschließen können. Schön, dass du mit dabei bist. Ich freue mich auf ein Liken, respektive wenn du den YouTube-Kanal abonnierst. Damit unterstützt du auch meine Arbeit. Ganz herzlichen Dank dafür.